Ja, nachdem die einfachen Hebel besprochen wurden, geht es heute um gekoppelte Hebel. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass wir zwei Hebel haben, also einmal den Hebel hier oben mit diesem Drehpunkt. Das heißt, der würde sich quasi um den Drehpunkt so drehen können. Und dann einen zweiten Hebel, der hier unten ist, mit diesem Drehpunkt. Das heißt, dieser Hebel dreht sich quasi. Kann sich um diesen Drehpunkt drehen. Und verbunden sind diese beiden Hebel hier durch dieses Seil. Also der obere Hebel und der untere Hebel sind über dieses Seil gekoppelt. Und das heißt, wenn die ursprünglich beide so sind und ich den Hebel so verändere, dann muss der untere Hebel logischerweise so nach oben gehen, weil das Seil ihn nach oben zieht. Ja, also das wäre quasi die Ausgangslage. Die Enden sind mit dem Seil verbunden und wenn der eine Hebel jetzt nach unten geht, dann muss der andere logischerweise nach oben folgen, weil das Seil ihn bewegt. So, die Fragestellung, die sich damit dahinter verbirgt, ist, ich habe hier zwei Kräfte, die auf dieser linken Seite des oberen Hebels ziehen. Die werden ihn nach unten ziehen. Dann geschieht ja genau das, was wir eben gesagt haben. Der hier, der geht nach oben. Das heißt, der untere Hebel wird ebenfalls so rumgehen. Naja, jedenfalls, wenn ich ihn hier hinten nicht mit einer Zugkraft wieder richtig ziehe. Das heißt, wenn ich hier hinten stark genug ziehe, dann kann ich beide Hebel über das Seil gekoppelt halten. Ja, also wenn der hier versucht, nach oben zu gehen, und ich hier gegenhalte, dann wird das Seil straff gespannt und dann bleiben die beiden Hebel im Gleichgewicht. Und das ist genau die Frage, die wir uns heute stellen. Wie stark muss ich mit der Zugkraft FZ hier hinten ziehen, damit dieses gesamte System im Gleichgewicht bleibt? Und die Rechnung ist eigentlich nicht kompliziert, sondern die ist so, wie ihr die immer kennt. Man berechnet die Hebel nämlich erstmal einzeln. Das heißt, zuerst nehme ich mir den oberen Hebel vor und stell da das Hebelgesetz auf. Und Hebelgesetz ist ja immer, dass die Summe der links drehenden Drehmomente gleich die Summe der rechts drehenden Drehmomente ist. Und dann hatten wir das aufgeschrieben und hatten gesagt, okay, das wäre an dieser Stelle F1 L1 plus F2 L2. Ja, und was ist auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite ist Fs, das ist die Kraft, die auf dieses Seil hier wirkt, mit der das Seil nach oben gezogen wird. Wäre dann Fs mal L3. Jetzt wird eingesetzt, was wir wissen. Die Kraft F1 ist 2F in diesem Fall. Und der Abstand vom Drehpunkt wäre ein Drittel L. Und nochmal ein Drittel L sind also insgesamt zwei Drittel L plus F2 ist diese Kraft F mal der Abstand vom Drehpunkt L2, das wäre also ein Drittel L, gleich Fs mal L3, L3 wieder der Abstand vom Drehpunkt ein Drittel L. Jetzt seht ihr, dass in dieser Formel überall dieses L vorkommt. Hier ist ein L, da ist ein L, hier ist ein L. Das heißt, da kann ich schon mal geteilt durch L rechnen. Und dann bleibt dort stehen 2f mal 2 Drittel plus f mal 1 Drittel gleich fs mal 1 Drittel. Nach was will man die Formel eigentlich auflösen? Nach Fs. Und dieses Fs kann man dann in den unteren Hebel als Ausgangskraft wieder reinstecken. So, hier kann ich noch ein bisschen zusammenfassen. Da kann ich nämlich sehen, dass 2 mal 2 Drittel 4 Drittel ist. 4 Drittel F plus 1 Drittel F sind 5 Drittel F. Und hier 1 Drittel Fs. Ja, und jetzt will ich nicht wissen, was ein Drittel Fs ist, sondern ich will wissen, was Fs ist. Das heißt, da muss ich das Ganze nochmal 3 rechnen. Und die Drittel fallen weg. Das heißt, da bleibt stehen, Fs
ist gleich 5F. Ja, da dieses am längeren Hebel sitzt, die Kräfte, das ist das kürzere Stückchen, schaffen diese Kräfte es, mit der Kraft 5F am Seil zu ziehen. Also dieses Fs gleich 5F wirkt auf dieses Stückchen. So, damit ist der obere Hebel abgeschlossen und wir können uns dem unteren Hebel zuwenden. Auch hier gilt wieder das Gleichgewicht der Drehmomente, was zum Hebelgesetz führt, dass ML gleich MR. Die rechtsdrehenden Drehmomente sind genauso groß wie die linksdrehenden. So, und rein geht die Kraft 5F, das haben wir gerade ausgerechnet. Und diese 5F wirken auf einen Abstand von 2 Drittel J. Der untere Hebel habe die Länge J, der obere die Länge L. Das habt ihr mittlerweile schon rausgefunden. Also kann ich das Hebelgesetz aufstellen, kann wieder sagen, Zwischenschritt noch, F1J1, ist ja eine andere Länge, ist gleich Fz mal J2. So, und dieses F1 ist nichts anderes als die Kraft, die wir hier ausgerechnet haben an dem Seil. Das bedeutet, wir haben jetzt 5F mal 2 Drittel J gleich Fz mal 1 Drittel J. Immer der Abstand vom Drehpunkt. Da sieht man wieder zwei Sachen. J kommt wieder in beiden Formeln vor, also durch J. Dann haben wir 5F mal 2 Drittel ist gleich Fz mal 1 Drittel. Und die Drittel können wir auch überall wieder wegstreichen, indem wir mit 3 multiplizieren. Dann steht hier 5F mal 2 ist gleich Fz. Und da kommt raus, 5 mal 2 ist 10, also Fz gleich 10F. So, was heißt das? Das bedeutet, dass ich hier oben mit der Kraft 10F ziehen muss, um beide gekoppelten Hebel im Gleichgewicht zu behalten. Also wenn ich mit 10F hier nach oben ziehe, dann wird dieser Hebel hier unten gehalten. Der kann jetzt nicht nach oben weg, weil wir hier gegenhalten. Und dann wird auch der obere Hebel im Gleichgewicht gehalten. Ja, also nochmal zusammenfassend. Man rechnet jeden Hebel einzeln aus. Man fängt mit dem oberen Hebel an. Auf der einen Seite ist nur die Seilkraft, dieses Fs, was wir ausrechnen. Auf der anderen Seite sind die Kräfte, wie wir es gewohnt sind. Wie zum Beispiel auch bei einer Wippe mit den Kindern auf der Wippe. Wenn wir damit fertig sind, nehmen wir diese Kraft und stecken die als Ausgangskraft in den zweiten Hebel rein. Das Seil will den nämlich mit dieser Kraft nach oben ziehen. Und dann müssen wir nur noch gucken, mit welcher Kraft müssen wir hier hinten gegenhalten, um das zu verhindern. Ja, alles andere ist dann nur noch ein bisschen rumgerechnet. Und das funktioniert schematisch immer wieder auf dieselbe Art und Weise.